ein wenig Haare bürsten, weil das meistens immer funktioniert. Und man da schon dieses Kribbeln auf dem Kopf bekommt. Was auch immer ganz schön ist, wenn man so einzelne Strähnen raussucht und die entlang streicht. Sehr gut, wenn man einen Zopf hat. Schau mal, wie schön. Wenn man so einen Zopf hat, dann ist das Gefühl noch ein bisschen diffuser. Man weiß also nicht genau, wo es auf dem Kopf kribbeln wird. Was fandst du schöner, wenn die Haare offen sind oder wenn sie zusammen sind? Merkst du schon? Aber du merkst die Bewegung, oder?
das her, dass also durch Kleidung ist eine stärkere, wie sagt man, ein stärkerer Trigger nötig. Ihr könnt das aber auch ausprobieren. Am schönsten ist es immer, wenn man nicht genau weiß, wo die Bewegung stattfindet. Also, dass man es nicht erahnen kann. Ist das schöner? Oder das? Der Pinsel? Jetzt habe ich noch ein kleines Entspannungsspiel. Und zwar backen wir jetzt Pizza. Als erstes machen wir die Arbeitsfläche sauber. Auch ein klein wenig verteilen.
Unsere Pizza mit allem, was wir mögen. Was willst du drauf haben? Champignons. Champignons. Kleine Champignons. Und was noch? Bisschen festdrücken. Noch irgendwas? Mais. Sicher. So. Jetzt müssen wir die Pizza in den Backofen schieben. So. Und wenn sie dann schön braun ist, dann holen wir sie wieder raus. Unsere Pizza ist ja nicht rund, sondern quadratisch. Und dann kann sich jeder ein das war Nala. Und dann kann sich jeder ein Stück nehmen. Zurück auf den Tisch legen.
Und das war es auch schon mit unserem kleinen ASMR-Entspannungsspiel. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Gefallen hat.